Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cities Skylines. Und wir haben gesagt, wir müssen uns um Probleme kümmern, und zwar hier haben wir keinen Strom. Ich habe keine Ahnung warum. Ich verstehe es auch irgendwie nicht. Am besten bauen wir einfach eine neue Leitung. Vielleicht sind die auch, warte mal. Große Entfernungen, ja. Ja, okay. Also da steht nicht, dass es irgendwie ab einer gewissen Entfernung nicht mehr funktioniert oder so. Stromverbrauch, wir haben einen riesigen Stromverbrauch. Am besten wir bauen einfach ein neues Kraftwerk. Hierhin. Ja. Jetzt dürfte unser Strom auch wieder funktionieren. Ja, das hier, diesen Schandfleck, müssen wir auch beseitigen. Okay, wir haben immer noch auf Stopp. Das vergesse ich immer, dass ich hier weiter spielen sollte. Okay. Verschwindet das irgendwann? Ja. Gut. Unsere Einwohnerzahlen steigen auch weiter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Zug. Und zwar nicht wirklich mit dem Zug, sondern mit dem Schienen. Bauen Sie Bahnhof. Bauen Sie Bahnhof. Naja, ich weiß nicht, wie deutsche Rechtschreibung heutzutage so ist, aber bauen Sie Bahnhof passt sicher nicht. Okay. Was steht hier? Ja, auch bauen Sie Bahnhof. Gut. Ist jetzt eigentlich ja mehr oder weniger egal. Hier ein Güterbahnhof. Ein guter Güterbahnhof. Da könnte ich eigentlich hier hinbauen. Denn hier habe ich ja Platz. Genug. Allerdings ist mir die Straße zu klein. Okay. Die baue ich einfach aus, genau. Zack, zack, zack. So. Dann bauen wir Bahnhof. Wir bauen Bahnhof. Also für alle, die des Deutschen nicht mächtig sind, das heißt, bauen Sie einen Bahnhof. Oder bauen Sie mehrere Bahnhöfe. Aber nicht bauen Sie Bahnhof. Gut. Güterbahnhof. Jetzt können wir Schienen bauen. Was für uns so viel heißt wie weg mit den alten Schienen. Können wir hier, was sind das? Ah, okay. Gehen die Straßen auch weg? Ich will es nicht da ausprobieren. Ja, gehen auch weg. Das heißt, es ist jetzt ziemlich doof. Ja, da funktioniert's. Ne, die Bäume lassen wir hier. Nee, das ist jetzt ziemlich doof. Wir nehmen den normalen Abriss. Bagger, oder wie man es nennen will. So. Hier ist vielleicht danach aus, dass ich einfach die Zuglinie entfernen will. Will ich allerdings nicht. Ich will sie bloß lediglich ein bisschen höher gestalten. Damit man nicht andauernd diese Schaltanbindungen hat. Okay. Zack, zack. Bin fort. Ich hoffe, wir haben genügend Geld. Aber es wird schon reichen. Ja, wir fangen einfach hier an. Ja, genau. Einfach mal ganz gerade durch. Okay. Funktioniert anscheinend nicht so genial.
Ja, es scheint aber zu funktionieren. Also, es funktioniert wohl ziemlich gut. So machen wir das. Dann haben wir hier so unsere erhöhte Zuglinie. Die können wir hier natürlich fortführen. So, bis hierhin. So, und dann da runter. Dann haben wir die auch wieder angeschlossen. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen doof geregelt. Hier der Bahnhof. Ich mach da einfach so. So. Und so noch eine Strecke durch. Das sieht doch mal nach Bahnhof aus. Das allerdings nicht. Das allerdings schon wieder. Das heißt, hier einfach mal weg. Nee, das funktioniert nicht ganz. Wir lassen jetzt den Teil hier weg. Genau. Dann haben wir einen Bahnhof. Sollten uns allerdings jetzt hier noch eine Anbindung verschaffen. Das ist jetzt doof. Das Geld habe ich nicht. Glaube ich. Glaube ich zu wissen. Ja, egal. Wir können sogar. Toll. Toll. Echt Hammer. Ja, wir bauen weiter. Und zwar haben wir hier schon wieder Stau. Warum herrscht hier Stau? Mehr Ampelsysteme, na klar. Die will ich nicht, habe ich gesagt. Und hier will ich sie eigentlich auch nicht. Nee. Jetzt müsste es eigentlich schneller vorangehen. Hier, hier Ampeln, hier habe ich auch Ampeln, die will ich nicht. Und hier, die sind sowieso weg, die habe ich entfernt. Ja, es läuft. Ich baue jetzt einfach hier nochmal so eine Straße her. Damit wir hier weiterbauen können. Ja, dieses Stromnetz können wir sowieso entfernen. Ne, doch nicht. Hier brauchen wir schon noch Strom. Hier, das ist jetzt egal, schließen wir einfach hier an. So. Dann Straßen. Wasser. Wasser hier rüber und hier. Und dann einfach noch ein bisschen Industrie. Wir sehen uns das mal an, wie das aussieht so. Okay, dann machen wir auch noch Forstwirtschaft. Und zwar bis hierhin. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Güter. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Hier. Ja. Machen wir es einfach so. Zack, 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 zack.
Lalalala. Hier könnten wir eigentlich auch noch welche. Ja. Einfach weil es egal ist. So, wir wollten bauen. Krankenhaus haben, Feuerwehr. Hier noch eine Feuerwehr hin. Und Schulen. Schulen wollten wir auch bauen. Haben wir alles. Ja, jetzt haben wir wieder Geld. Schule kommt hier eine hin. Wie sieht es in den Schulen aus? Schlecht. Noch viel schlechter. Was ist denn das überhaupt? Achso, das ist das moderne College. Ist gleich wie eine Universität, nur sieht es anders aus. Gibt es übrigens einen Workshop. So. Ein paar Parks könnten wir bauen. Da noch ein. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber wir bekommen ja zum Glück wieder etwas. So. Das sieht einfach so geil aus. Was machen wir jetzt? Da wir kein Geld haben, oder nicht wirklich viel, einfach abwarten. Abwarten und zusehen. Ja, also es läuft wirklich gut. Auch hier. Ja, okay, der Stau, den kann man nicht sehr viel besser vermeiden. Das geht einfach nicht viel besser. Bin gespannt, ob wir heute die 10.000 Einwohner schaffen. Wollten wir ja schon die letzten drei Folgen schaffen, aber haben es nicht geschafft. Wir könnten diesen Schandfleck beseitigen. Oder umbauen zumindest. Hier so mit schönen Bäumen und breiteren Straßen. So. So gerade her. Jetzt aber. Ja, sieht doch gleich besser aus. Okay. So haben wir keinen Strom. Ah, okay. Okay. Verstehe ich. Müllprobleme. Die haben Müllprobleme. Gut. Wir brauchen Müllverbrennungen. Hier noch eine hin. Hier würde ich einen Park auch mal gut machen. Oh ne, das wollte ich nicht. Mal sehen. Gut, die können sich gar nicht ausbauen. Die hier aber sehr wohl. Aber egal. Was bauen wir hier in der Mitte hin? Da wollte ich eigentlich so Hochhäuser bauen. Da wir allerdings kein Geld haben, wird es ein bisschen länger dauern. Ich habe hier auch zum Schluss zu. Oh, Jonas Towers. Die habe ich ja jetzt auch. Die sehen auch geil aus. Jetzt zum Schluss habe ich ja zur Krönung von Dubai. Wie sich's gehört. Hier, Burj Khalifa. Der ist echt riesig. Aber der muss hier hin. Das muss sein. Das ist einfach so.
Zu den 10.000 Einwohnern ist sie noch gut, also wir könnten noch hinkommen. Wir bauen jetzt einfach mal hier weiter. So, hier haben wir alle 3800. 3800. 3840. Ja. Na, 3840 haben wir hier so eine Straße. Okay, nee, das war jetzt nicht richtig. So. So. Gut. Und da können wir jetzt wieder drüber bauen. Und funktioniert. So wird es funktionieren. Mal sehen. Nee. Das Problem ist, die Autobahn ist mehr oder weniger ein bisschen schief. Das heißt, es wird knapp. Ja, das ist echt. Es wird, rein theoretisch wird es ja noch funktionieren. Rein theoretisch. Rein praktisch allerdings nicht mehr. Schade. Hier einfach nochmal eine Autobahnanbindung bauen. So. Nee, nicht hoch. Dann schon am Boden der Tatsachen bleiben. Ja, hier auch. So. So. Ja, also man sieht schon, die ist leicht schief, also die geht hier so runter. Also extrem gezeigt, sie geht so. Wasser. Die haben kein Wasser. Dann ist mir natürlich auch klar, warum da niemand bauen will. Ohne Wasser kann man nicht bauen. Funktioniert einfach nicht. So. Sieht doch schon hübsch aus. Ich will allerdings noch meine 10.000 Einwohner. Also macht schneller. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Hier eine Straße rein. So. Dann bekommen die hier auch Gewerbegebiet und Wohngebiet. Hier könnte ich auch gleich weiterbauen. Nee, jetzt funktioniert's. Fast. Hier. Ja, genau. Gut. Hier auch noch Gewerbegebiet hin. Und Wohngebiete. Wasser. Wasser ist wichtig.
jetzt? Schulen. Wir wollten Schulen bauen. Einfach weil es noch zu wenig gibt. Die Menschen sind noch zu wenig gebildet. Deshalb brauchen wir Schulen. Und zwar genügend. Auch solche Schulen. So, hier. Und hier. Und eine Universität. Und zwar hier. Gut. Es läuft. Es läuft nicht schnell, aber es läuft. Ja, die 10.000 haben wir jetzt noch nicht ganz erreicht, also wir sind jetzt bei 9.100. Hier haben wir kein Wasser. Wieso? Weil wir Wasser brauchen. Gut, das machen wir noch. Auch eine Wasserentsorgung brauchen wir. Ist das angeschlossen? Ja. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.